Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Android. Heute geht's, nachdem wir letztes Mal so lange gemacht haben, wahrscheinlich nur ein bisschen, ja, kurz sozusagen, um den kleinen süßen Tab-Button, den man oben normalerweise kriegt. Okay, ihr kennt das Ganze wahrscheinlich, man kann oben irgendwo draufklicken und hat dann irgendwelche Tabs. Gut, das Ganze machen wir mit der Action-Bar und Vorsicht, der große, große Fehler ist oftmals, dass wir nicht die Support-Action-Bar nehmen. Wir nehmen hier jetzt einfach mal Final Action-Bar, weil die ändert sich ja nicht mehr. Und dann nehmen wir uns die Support-Action-Bar. Und ihr seht hier schon, Action Bar Activity brauchen wir sowieso nicht. Action Bar gibt es zwei Stück davon, nämlich einen in Android.app und einen in Android.support.v7. So, wir nehmen diese V7 Support Action Bar hier. Das ist der große Unterschied wahrscheinlich. Und deswegen brauchen wir auch ein paar andere Methoden. Aber ich habe rausgefunden, oder ich finde persönlich, dass es mit der einfach funktioniert. Mit der anderen hat es einfach nicht funktioniert bei mir. Okay. Und jetzt könnten wir hier zwei Methoden benutzen, nämlich einmal getActionBar, das liefert uns die andere, die falsche ActionBar, die von Android.app. Und das hier liefert uns die Support aus V7, das ist quasi die, die wir haben wollen. Okay, so und jetzt sagen wir hier einfach ActionBar.setNavigationMode. So, ich weiß, die Methode ist leider deprecated. Das bedeutet, sie ist veraltet und sollte nicht mehr benutzt werden. Allerdings gibt es nach meiner Meinung noch keine vernünftige Alternative, die zuverlässig funktioniert. Und wenn man die andere Actionbar benutzt, dann ist sie sogar noch älter, also quasi noch mehr deprecated, was wir benutzen. Okay, aber da mich jemand tatsächlich drum gefragt hat, wie das Ganze funktioniert, möchte ich euch das natürlich zeigen und auch nicht vorenthalten. Also wie gesagt, das hier ist eigentlich auch deprecated hier, aber ja, ist halt so. Okay. Was wir jetzt hier quasi gemacht haben, ist, wir sagen, wir hätten gerne Tabs. Das ist alles. Okay, und jetzt müssen wir natürlich noch ein paar Tabs hinzufügen. Das machen wir ganz einfach hier unten. Wir sagen, wir hätten gerne 3 Tabs. Ihr könnt natürlich so viele Tabs reinhauen, wie ihr wollt. For int i gleich 0. Wir machen das Ganze auch mit einer Vorschleife, damit das ein bisschen dynamischer wird. I kleiner 3, i plus plus. So, okay, wir wollen also einen Tab reinhauen. Das tun wir, indem wir sagen actionbar.addTab. Ja, ich weiß, auch deprecated, geht leider nicht anders. Dann sagen wir hier actionbar.newTab ist leider eine Unterklasse davon, deswegen diese komische Schreibweise. Und jetzt braucht dieser Tab noch eine Beschriftung. Da sagen wir jetzt einfach .setText. Hier können wir, keine Ahnung, wie ihr das Ganze machen wollt, ist mir egal, oder wie ihr sie nennen wollt. Ich habe jetzt einfach mal mich für Tab plus i entschieden. Die Klammern brauche ich eigentlich nicht. Okay, Tab plus i liefert mir also einfach ein gewisser Tab. Tab 0, Tab 1, Tab 2. Und dann brauchen wir noch irgendwelche Listener hier drauf. Okay, das heißt, wir machen nach der SetText einfach noch ein SetTabListener. Das ist nochmal ein eigener Listener. Und hier rein kommt jetzt ein neuer TabListener, wobei wir den woanders erstellen wollen. Das auch noch hier reinzupacken wäre ein bisschen unübersichtlich. Machen wir aber gleich. Okay, Tab Listener. So. Okay, haben wir natürlich noch nicht. Und jetzt machen wir folgendes. Jetzt gehen wir hier oben her und sagen, ich hätte gerne in meiner Actionbar einen Tab Listener. Also ich möchte jetzt tatsächlich mir so ein Teil erstellen. Actionbar.tabListener ist auch deprecated. Ja, wir arbeiten heute sozusagen mit alten Methoden. Aber oftmals seid ihr auch gezwungen, irgendwie alten Code anzugucken und dann wäre das gar nicht so schlecht, wenn ihr das kennt. Okay, ist gleich new actionbar, stopp, new actionbar.tablistener, denn wir wollen ja einen Tablistener erstellen. So, und jetzt haben wir hier 3 Methoden, die wir quasi benutzen. Das ist auch nur ein Interface und jetzt müssen wir erstmal diese ganzen Methoden hier implementieren. Das machen wir einfach so mit, so funktioniert es am besten. Und jetzt habt ihr hier im Prinzip schon alles, was ihr braucht. Das hier passiert, wenn man diesen Tab anzeigen möchte, also wenn wir einfach draufklicken direkt. Das hier passiert, wenn der Tab nicht mehr aktiv ist, also wenn ihr auf einen anderen Tab normalerweise geht oder eben, ja. Und das hier passiert, wenn der Tab nochmal angewählt wird. Also eigentlich brauchen wir das nicht. Eigentlich reichen uns die beiden hier, den hier könnt ihr ignorieren. Die beiden reichen uns völlig aus, um alles zu machen. Ja, und hier kommt dann im Prinzip eigentlich bloß rein, was ihr machen wollt. Je nachdem, wenn man auf diesen Tab draufklickt, könnt ihr vielleicht einfach hier diesen Collection Page Adapter mal wieder zu Rate zwingen und dann eben die jeweiligen Swipe-Angelegenheiten oder das jeweilige richtige Fragment hier einfach erzeugen, also quasi auch ein Blank Fragment erzeugen und das passende Blank Fragment einfach zurückgeben oder je nachdem, wie euer Fragment halt heißt. Okay, das wäre das
eigentlich alles, was ich euch zeigen wollte. Jetzt noch ein kleines, achso, hier hinten fehlt noch das Semikolon. Jetzt möchte ich euch noch kurz ein kleines Gimmick zeigen, beziehungsweise erstmal starten wir das Ganze und schauen es uns an. So, da sind wir wieder, ich habe es pausiert kurz. Okay, jetzt habt ihr hier eben diese Tabs, Tab 0, Tab 1, Tab 2. Wenn ihr draufklickt, passiert im Prinzip nichts, aber ihr könnt immer noch swipen hier. Und ja, ich überlasse es jetzt euch, na, ich kann nicht swipen mit der Maus. Ich überlasse es jetzt euch, wenn ihr da draufklickt, eben das richtige Fragment anzuzeigen. Okay, eine Sache möchte ich euch auf jeden Fall noch zeigen, und zwar den Actionbar hier unten. Da kann man auch was machen, was Cooles. Schaut es euch nochmal kurz an. Vor allem hier oben, das möchte ich euch kurz empfehlen, mal kurz einzuprägen. Okay, und wir haben jetzt hier actionbar.setDisplayHomeAsUpEnabled. Okay, und dann machen wir jetzt einfach mal ein True rein und schauen uns an, was passiert. Ja, coole Sache, da passiert nämlich Folgendes. Wir haben das hier. Ziemlich cool, oder? Also wir haben diesen coolen Button. Wenn ich jetzt hier nach rechts swipe und dann zurückgehe, passiert aktuell noch gar nichts. Aber das ist sozusagen der Zurück-Button auf eurer Actionbar hier oben. Und ja, ich glaube, im vorletzten Video oder im vorvorletzten habe ich euch erklärt, also auf jeden Fall ging es um Fragmente, wie man etwas zum Stack hinzufügt. Und das funktioniert mit diesem wunderbaren Zurück-Button genauso. Das heißt, ich würde euch empfehlen, immer schön diesen Button anzeigen und, also zumindest, wenn ihr keine Fullscreen-Activity oder sowas habt, und auf jeden Fall die Stacks hier zu machen. Das habe ich jetzt hier auch nicht gemacht, aber ich habe euch auf jeden Fall gezeigt, wie ihr es machen könnt. Und dann kriegt ihr nämlich mit diesem Zurück-Button hier einfach immer die letzte, das letzte offene Fragment sozusagen. Okay, sehr praktisch das Ganze, deswegen würde ich es euch stark empfehlen. Gut, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.